Wofür steht der Name CERN wirklich und was hat das CERN-Logo für eine Bedeutung? Warum befindet sich bei CERN eine Statue der hinduistischen Gottheit Shiva? Und was ist das letzte Endzeitziel der CERN-Projekte? Die Wahrheit kommt ans Tageslicht. Und damit Shalom und Gottes reichen Segen, willkommen zu einem weiteren Video, in dem es nochmal um das CERN-Projekt geht, in Verbindung mit der Sonnenfinsternis vom 8. April in den USA. Wir haben ja bereits gesehen, dass der LHC-Beschleuniger im April wieder in Betrieb genommen werden wird und am CERN in Genf erwacht dieser Teilchenbeschleuniger am 8. April, am Tag der großen Sonnenfinsternis in den USA. Außerdem wird CERN am 29. September 2024 70 Jahre alt, also auch dieses Jahr. Und das CERN ist auch der Geburtsort des World Wide Web, also des Internets. Was sehr interessant ist, wenn wir uns mal den Buchstaben anschauen. Wir geben ja immer www ein und W im Hebräischen hat auch einen Zahlenwert, nämlich der Buchstabe Vav. Dazu heißt es, das hebräische Äquivalent unseres W ist der Buchstabe Vav. Und der numerische Wert von Vav ist 6. Das ins Hebräische übersetzte englische www lautet also Vav 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 und ist numerisch mit der Zahl 666 identisch aus dem Buch der Offenbarung. Und das steht ja für nichts Gutes, wenn wir uns das in prophetischer Sicht einmal betrachten. Betrachten wir uns jetzt das CERN-Logo, denn das CERN-Logo stellt die veränderte 666 dar und verbirgt diese Zahl darin. Links sehen wir das Original, rechts sehen wir eingraviert sozusagen in Farbe die drei Sechsen, die in diesem Logo enthalten sind. Und ich sage ja immer, es gibt keine Zufälle. Und der Name von CERN soll zurückgehen auf die keltische Gottheit Cernunnos. Über den heißt es, Cernunnos war vielleicht die wichtigste Gottheit in der keltischen Religion. Bekannt als der Gehörnte. Und er sieht ähnlich aus wie der Baphomet, also der Gehörnte spielt ja eine wichtige Rolle, auch im Zusammenhang mit den Abbildungen des Teufels heute. Und niemand anderes als Julius Caesar setzt Cernunnos mit Despater gleich, einem römischen Gott des Todes und der Unterwelt. Und auch bei CERN will man ja ein Portal öffnen, ein Tor in eine andere Dimension. Aus anderen antiken Autoren und der keltischen Kunst geht hervor, dass zu Ehren von Cernunnos und anderen Göttern Tiere und vielleicht sogar Menschen geopfert wurden. Ist also nicht gerade eine Gottheit, die, wo man seinen Betrieb oder sein Unternehmen danach nennen würde, normalerweise, aber wir leben ja in einer sehr unnormalen, gefährlichen, spannenden und prophetischen Zeit, in der fast nichts unmöglich scheint. Außerdem sehen wir hier links ein Geschenk aus Indien, nämlich eine Statue der hinduistischen Gottheit Shiva. Und wenn wir uns das Rad anschauen, dieser Gottheit links, dann sehen wir rechts auch, wie der Teilchenbeschleuniger aussieht. Also es ist eigentlich eine Abbildung des Teilchenbeschleunigers von CERN. Und über diese Gottheit Shiva heißt es, Shiva ist einer der Hauptgötter des Hinduismus und einer der Götter der hinduistischen Trinität. Die Trinität, die im Christentum in einem Konzil erfunden wurde, ist also nichts Neues. Das gibt es auch im Hinduismus und das gibt es in vielen anderen Religionen, in Ägypten, in Rom, in Griechenland. Nichts Neues unter der Sonne. Shiva ist der Zerstörer. Obwohl er der Gott der Zerstörung ist, wird er verehrt, weil sich im Hinduismus der Gedanke trägt, dass erst durch Zerstörung Neues geschaffen werden kann. Shiva trägt eine Mondsichel als Krone und um seinen Hals windet sich eine Schlange. Und die Schlange wiederum steht ja auch im Buch der Offenbarung für Satan, den Teufel. Und so sehen wir also, dass auch CERN vielleicht irgendwann etwas zerstören könnte, mit dem Ziel, etwas Neues zu erschaffen. Denn der größte und schnellste Teilchenbeschleuniger der Welt, der sich bei CERN befindet, birgt natürlich auch einige Gefahren. Deswegen, wir schauen uns doch mal an, was Jim Staley dazu zu sagen hat. A large portion of CERN is located in the territory of St. Genis Poli. In Roman times, it was called Apollyacum. The town and the temple were dedicated to Apollyon, the destroyer, Shiva. Out of the thousands of gods that are out there, it is the only one, the only deity that claims to destroy the universe for the purpose of recreating it.
is Shiva, ancient Apollyon, the goddess of destruction. And if you look very careful, this is thousands of years old. If you look carefully, what does that look like? It looks like the exact picture of the Stargate that they're creating 300 foot below ground of the collider. Here's CERN's logo. You will see 666. State officials are now coming out across the United States and telling people, keep your kids out of school, make sure that you have extra gas and extra food. For the first time in American history, we have a solar eclipse, and the state government is saying, hey, by the way, you might wanna not keep your kids in school that day, you might wanna have some extra food. Why are they telling us to have extra food and have extra gas in our car if nothing, they're not afraid of anything? I'm not a prophet, but what I can tell you is prophecy says that in the end days, there'll be wars, there'll be rumors of wars, and crazy things like this will happen. Earthquakes will happen. The sun and the moon will go dark. That's about to happen on April 8th. NASA, on April 8th, not April 9th, not April 7th, April 8th, is going to be launching 3 rockets into this solar eclipse for all kinds of research purposes, and that's fine, all dandy. But why in the world would they have to name this mission after an Egyptian god called Apep? Ja, warum benutzt die NASA ausgerechnet für dieses Projekt für den 8. April 2024, wenn man 3 Raketen Richtung Sonnenfinsternis schießen lässt, den Namen Apep für das Projekt? Nun, Apep war der böse Gott der Finsternis in der ägyptischen Mythologie. Jede Nacht erhob sich Apep, um den Sonnenaufgang zu verhindern und in Ägypten in ewige Dunkelheit zu stürzen. Das ähnliche Ziel könnte ja auch damit verfolgt werden bei der Sonnenfinsternis, dass die Sonne erst gar nicht wieder zurückkommt. Auch der NASA kann man ja nicht trauen, weil wir als Christen vor allem nur allein wahren Gott vertrauen. Jedenfalls, das Ziel von Apep ist, dafür zu sorgen, dass es in Ägypten nie wieder Licht gibt und die Welt in ein absolutes Chaos stürzt. Genau wie bei Shiva, der Gott der Zerstörung. Es wird angedeutet, dass er die Macht hatte, eine Armee von Dämonen anzuführen, die er jedes Jahr aussandte, um Jagd auf die Lebenden und die Toten zu machen. Ja, eine antike Gottheit aus Ägypten, die eine Armee von Dämonen anführt, für absolutes Chaos sorgt, versucht kein Licht mehr kommen zu lassen, den Sonnenaufgang will man verhindern, und hier sehen wir auch auf dem Bild, diese Gottheit wird auch als Schlange bezeichnet, mit einer Schlange symbolisiert und dargestellt, und so heißt es, Apep, auf Griechisch auch Apophis genannt, war der ägyptische Gott des Chaos. Apep war das genaue Gegenteil der göttlichen Personifikation der Ordnung. Er nahm die Gestalt einer großen Schlange an. Genau wiederum wie bei Shiva, die sich auch um eine Schlange windet, und das sind wiederum, wie gesagt, Symbole für Satan, den Teufel im Buch der Offenbarung. Und wir schauen uns jetzt mal das eigentliche Hauptziel des CERN-Projekts an, der natürlich versuchen, dort Menschen wieder mal Gott zu spielen, obwohl sie selbst gar nicht an Gott glauben, was der Grund dafür ist, dass sie versuchen, Gott zu spielen. Der Guardian berichtete am 4. Juli 2022, CERN bereitet sich 10 Jahre nach der Entdeckung des Gottesteilchen auf weitere Entdeckungen vor. Das Higgs-Boson, auch Gottteilchen genannt, ist das charakteristische Teilchen des Higgs-Feldes, eines unsichtbaren Energiefeldes, das das Universum durchdringt. Kurz gesagt handelt es sich um die Wechselwirkung fundamentaler Teilchen mit diesem Feld, von der zunächst angenommen wurde, dass sie kurz nach dem Urknall stattgefunden hat, als sich das Universum ausdehnte. Und in der Tat, das Universum expandiert, es dehnt sich aus, und hier sehen wir also ein unsichtbares Energiefeld, und was man nicht sieht, glaubt man ja manchmal auch nicht, aber sie wollen es zum Sehen bringen. Und das Ganze nennen sie auch noch Gottteilchen, obwohl die meisten da auch nicht wirklich an Gott glauben. Sie versuchen den Urknall, den Big Bang, nachzuführen, aber glauben nicht an den allerersten Vers der Bibel, denn dann würden sie es ja lassen. Denn im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1 heißt es, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. Wenn man diesen allerersten Vers der Bibel nicht glaubt,
dann denkt man, man sei selbst auf der Suche nach Gott, obwohl man sich selbst als Gott ausgibt, wenn man glaubt, irgendein Gottesteilchen zu finden, in der Unsichtbarkeit. Aber Gott hat ja das Universum, der himmlische Vater ist gemeint, nicht allein erschaffen, denn über Jesus heißt es in Kolosser 1, Vers 16, denn in ihm, in Jesus, ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn, durch Jesus und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Tja, aber wenn man dort irgendwie eine Shiva-Gottheit aufstellt, drei Sechsen als Symbolen hat und dann noch irgendwie Cernunnos als Gott irgendwie auch noch in den Namen einfließen lässt, an den Gott des Chaos und der Unterwelt mit einer Armee von Dämonen, ja, da sieht man schon, auf welcher Seite dieses Projekt wiederum steht. Wir als Christen, wir glauben an das Unsichtbare, das sichtbar geworden ist durch Jesus Christus vor 2000 Jahren. Im Anfang war das Wort war bei Gott, das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch. Und wir sahen die Herrlichkeit des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Auch im 2. Korintherbrief heißt es in Kapitel 4, Vers 17, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Deswegen sagt die Bibel auch, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber das Wort Gottes wird nicht vergehen, genauso wenig wie Gott, der Sohn Gottes, oder auch wir Christen, wenn wir auferstehen, zu ebenfalls ewig lebendigen Geistwesen. Und deswegen vertrauen wir auf den unsichtbaren Gott und den sichtbaren Jesus Christus, der, wenn er zurückkommt, laut Bibel für alle sichtbar am Himmel erscheinen wird. Spätestens dann haben die Menschen keine Entschuldigung mehr, aber die Menschen haben schon heute keine Entschuldigung mehr, laut Paulus. Denn in Römer 1, Vers 20 heißt es, denn sein unsichtbares Wesen, das unsichtbare Wesen Gottes, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an, an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn es kann keine Schöpfung geben ohne einen Schöpfer, von nichts kommt nichts, von Gott kommt alles. Und durch Nachdenken kann man wahrnehmen, dass Gott alles erschaffen hat, dass es da eine größere Instanz gibt als den Menschen und das ist der Gott der Bibel, der einzig wahre Gott. Und deswegen, wenn die Menschen nicht nachdenken, ob es diesen Schöpfergott gibt, sondern an die Evolutionstheorie, glaube ich, teilweise auch glauben, leider, dass sie nicht mehr sind als moderne, sich weiterentwickelte Affen, dass alles aus dem Nichts kam, obwohl es heißt, von nichts kommt nichts, deswegen haben sie keine Entschuldigung für ihren Unglauben, für ihre Gottlosigkeit und werden sich vor Gott und bei Jesus Christus verantworten müssen. Und deswegen kann ich nur appellieren, falls du nicht an Gott glaubst, an Jesus Christus, an die Bibel, es wird schleunigst Zeit, umzukehren. Denn wir sehen, wir leben in gefährlichen prophetischen Zeiten. Umso früher du zu Jesus kommst, umso besser. Dann möchte ich darauf aufmerksam machen, dass morgen, also am Freitag um 20.15 Uhr, ein spezieller Livestream stattfinden wird auf meinem Kanal mit dem Thema der 8. April 2024. Dieser Tag stellt alles in den Schatten, zumindest was Sonnenfinsternisse angeht. Da werden wir das Ganze kompakt nochmal aufdröseln und auf das Thema eingehen. In diesem Sinne, lasst gerne ein Like da, kommentiert und teilt bitte das Video, abonniert und unterstützt auch gerne den Kanal und meine Arbeit. Herzlichen Dank dafür. Und zu Risiken und Nebenwirkungen, lesen Sie die Bibel, fragen Sie Gott um Erkenntnis, Nishiva oder Cernunnos, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht. Der König Israels, der Richter der Welt, der Friedefürst, das Passahlamm Gottes und der Sohn des allmächtigen Vaters, Jesus Christus. Amen, Gottes Segen und bis Freitagabend.